23. November 2019, Museumsquartier Wien. NetDoctor.at, Österreichs größte Gesundheitsplattform im Internet, feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass verlagert das Online-Portal seine Kompetenz außerhalb des Internets und veranstaltet eine große Gesundheitsmesse. Dass wir jetzt einfach diesen Schritt wagen, von der Online-Seite auch auf die Offline-Seite zu gehen und sozusagen wirklich anhand dieser Messe heute unseren Besuchern und Interessenten und unseren Kunden das ganze Gesundheitswesen auch zum Angreifen näher zu bringen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen gesundheitsinteressierte Personen, Patientinnen und Patienten, Pflegekräfte, Arztassistentinnen und Assistenten, Medizinstudentinnen und Studenten und Ausbildnerinnen und Ausbildner im Pflegebereich. Mir ist wichtig, dass die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung, der Patienten gestärkt wird. Es gibt ja im Gesundheitswesen eine sogenannte asymmetrische Information, vor allem zwischen Arzt und Patient. Der Arzt weiß viel mehr, der Arzt, der eigentlich Auftragnehmer ist, wird zum Auftraggeber. Und daher wollen wir diese Balance ein wenig verändern und die Gesundheitskompetenz der Patienten erhöhen. Im Rahmen dieses öffentlichen und kostenlos zugänglichen Events können Sie sich in Vorträgen und Workshops über Innovationen und aktuelle Meilensteine der Medizin informieren. Ja, das Stichwort Gesundheitskompetenz. Jeder Einzelne braucht ein gewisses Verständnis für Medizin und Gesundheit, um im Krankheitsfall möglichst schnell an die richtige Therapie zu kommen. Im Krankheitsfall will man sich gut versichert wissen. Passend daher, dass die Wiener Städtische Versicherung als Hauptsponsor bei der NetDoctor.at Gesundheitsmesse auftritt. Ja, als einer der größten Gesundheitsversicherer im Land ist uns natürlich das Thema Gesundheit sehr wichtig. Rund 650.000 Kundinnen und Kunden vertrauen uns, wenn es ums Thema Gesundheitsvorsorge geht. Und wir merken einfach, die Gesundheitsvorsorge kommt immer mehr in den Mittelpunkt. Das heißt, die Österreicherinnen und Österreicher setzen sich mit Gesundheit bewusst und proaktiv auseinander. Und sie möchten sich natürlich im Krankheitsfall bestens versorgt wissen, mit für sie individuelle Lösungen. Und da bieten wir als einer der größten Gesundheitsversicherer natürlich innovative und zuverlässige Lösungen für unsere Kunden an. Mit Gesundheit beschäftigen sich nicht nur Ärzte und Patienten, sondern auch die Stadt. Es geht natürlich auch um die Frage, dass wir wissen, dass die Menschen dann gesund sind, wenn die Lebensumstände passen. Also es geht auch um den Fokus darauf, wie leben die Leute in der Stadt, um das ganz simpel zu sagen. Eines der Themen an diesem Tag ist die Bedeutung von Big Data in der Präzisionsmedizin. Für Patienten, glaube ich, ist der größte Vorteil, dass man Diagnosen drastisch verbessern kann, dass man vorhersagen kann, wie Krankheitsverläufe ablaufen werden für individuelle Personen und welche Medikation voraussichtlich helfen wird und welche eventuell überhaupt nicht ansprechen werden. Die Diagnose Krebs ist ein Schock. Neue Therapien geben Betroffenen allerdings Hoffnung. Im Jahr 1970 sind 50% aller neu diagnostizierten Krebspatienten in einem Jahr gestorben. Und heute können wir 50% der Patienten so behandeln, dass sie länger als 10 Jahre am Leben sind. Und nur mehr 1% der Patienten lebt kürzer als ein Jahr. Pro Jahr sinkt im Moment die Sterblichkeit an Krebs um etwa 1,8%. Das ist hochrelevant. Und man kann sagen, bei einem wesentlichen Teil der Patienten haben wir unter besonders schwer zu behandelnden Erkrankungen haben wir in den letzten 4-5 Jahren zum Teil dramatische Erfolge erzielt. Kann Essen Medizin sein? Diese Frage beantwortet uns Universitätsprofessor Dr. Kurt Wiedhalm. Es gibt gute Studien, die zeigen, dass Menschen, die weniger Fleisch verzehren, eine bessere Performance haben, einen besseren Stoffwechsel haben und auch länger leben. Eine vor kurzem erschienene sehr große Studie hat mit einer großen Anzahl von Literatur nachgewiesen, dass wir den Fleischkonsum niedrig halten sollten und nicht über 35 Gramm rotes Fleisch pro Tag verzehren sollten. Das ist relativ wenig, das wird man nicht von heute auf morgen realisieren können, aber wir können damit anfangen. Ein absolutes Verbot von Fleisch ist nicht notwendig, aber wenn man zum Beispiel Vegetarier ist, ist dagegen nichts einzuwenden. Süchte sind so alt wie die Menschheit selbst.
Und jedes Jahr scheinen neue hinzuzukommen. Natürlich wachsen die Kinder heute anders auf als vor 40 Jahren. Vor 40 Jahren hat man Memory gespielt und dann hat man bald einmal gesagt, die Kinder sind süchtig nach Memory, nach diesem Spiel, zwei idente Karten zu finden. Zwischenzeitlich ist das alles digitalisiert. Ich glaube, Spielen ist wesentlich in einer physiologischen, normalen Entwicklung. Man muss natürlich aufpassen, wie viel Zeit davon absorbiert wird.